Du, und dann sind wir auch schon wieder. Du, Let's Play Legacy of Kings, sorry, wa? Und ja, wir sind beim letzten Mal hier stehen geblieben. Und haben Melchias Klanggebiet betreten. Und nun geht es weiter durch diese Tür hindurch. Ich hoffe, dass ich jetzt hier mit dem Leben noch durchkomme. Okay. Keine Dummheiten machen hier. Das wäre sehr peinlich für mich, wenn ich da jetzt reinfalle. Weil mir das bis auf beim allerersten Mal spielen die wieder passiert ist. Hui. Das war nicht gerade elegant runtergeglitten. Übrigens, dieser Track kommt auch nochmal in den nächsten Legacy of Kings Teil vor, zumindest im letzten. So. Und hier haben wir jetzt ein klitzekleines Problem. Und zwar ist da die Türe zu. Wir kommen da nicht hoch. Kann ich sogar beweisen. Wir kommen da nicht hoch. Nein. Und hier liegt ein verkohlter Vampir. Und ich gehe jetzt nochmal ein bisschen zurück. Drehe mich einmal. Und wir wandern in die andere Welt. Tada. Hier seht ihr. Jetzt können wir hoch. Gib Acht, Haziel. Diese Geister sind Vampire, die ihren Verstand auf der spektralen Ebene verloren. Gleicht sich ihre blutrünstige Natur dieser Ebene an, so werden sie zu Seelenfressern. Erlaube diesen Geistern nicht, ihre Körper wieder in Besitz zu nehmen. Ja, nicht ganz so einfach. Das sind mit die ätzendsten Gegner, die es gibt. Jetzt komm runter. Nervi, komm runter. Ja. Ja. Die können einem nämlich selber die Seele aussaugen. Und das ist sehr uncool für Razi. So. Ich vergiss immer, dass ich direkt hier hoch kann. Nun ist das eigentlich ein leichtes, wenn wir nicht runterfallen. Und hier haben wir wieder ein das zweite Kistenrätsel. Nee, drittes. Drittes Kistenrätsel. Aber kein besonders schweres. Ja, wie könntest du? Danke. Ich habe mittlerweile ja wenigstens kapiert, wie man die Kamera dreht. Ich kenne nämlich die Steuerung nur von der PS1. Es sind zwar rein theoretisch die gleichen Tasten, aber es ist spiegelverkehrt. Und spiegelverkehrt, kann ich nicht besonders gut spielen. Ich krieg's hin, ja, aber es gibt so andere Sachen, die kann ich besser. Es sind nicht viele, aber ein paar Dinge können wir schon. So. Und jetzt wundert ihr euch wahrscheinlich, was ich hier mache. Wir werden einmal sehen, dass das Ding da oben landet. Jetzt. Kommen wir zu etwas ganz Nervigen. Kistenrätsel Nummer 4. Kistenrätsel Nummer... Nein! Nicht so, was? Nicht so. Genau. So. Kommen wir zu etwas ganz Nervigen.
Da kommt ein Vampir hoch. Den müssen wir aber erstmal von den Toten erwecken. Der übrigens jetzt dieselbe Fähigkeit hat wie das Viech, was wir da gerade eben erst erledigt haben in der Spektralwelt. Das ist nicht dein Ernst. Das kann ich nicht ernsthaft. Muss ich den tatsächlich. Muss ich den tatsächlich nochmal wiederbeleben, weil die Seele nicht so wurde wie ich. Jetzt. Weil sonst kommt er immer wieder. Der hier kommt sowieso immer wieder, beziehungsweise entstehen wie aus dem Nichts einfach neue. Die spawnen einfach. Deswegen versuchen wir jetzt ganz schnell die Kiste. Die andere Seite zu befördern. Ich sehe nichts. Rasi. Auf der einen Seite hat es natürlich was Gutes. Wir kriegen hier immer unsere Seelen. Auf der anderen Seite ist es dennoch nervig. Nein, Rasi. So. Ha. Hier oben kommt er nämlich nicht hin. Na komm. Rasi. Aber hier hin. Und das hinter hoch. Es ist eigentlich sowas von nervig, aber. Das hier ist bei weitem noch nicht das nervigste Kistenrätsel. Kommt erst noch. So, jetzt haben wir aber für den Notfall hier ein Tor offen. Beziehungsweise, was heißt für einen Notfall? Wir müssen ja jetzt erstmal wieder hochkommen. Deswegen. Gehen wir hier hin. Hoffen, dass die Seele anbeißt. Quasi. Tut sie nicht, aber zum Glück regenerieren wir unser Leben auch so. Seele ist ja weg. Seltsam. Gut, dann warten wir so lange. Wenn die Seele nicht will, dann hat die Seele Pech gehabt. Auch ohne die Seele. Du wirst mich doch verholen. Jetzt. So. Fliegen wir mal rüber. So. Jetzt einmal in diese Welt. Diesmal kann ich wenigstens hier die Kamera drehen. Beim letzten Mal wusste ich es nicht. Und da sich ja in der Spektralebene quasi nichts bewegt und wir nichts anfassen können, geht auch das Ding hier nicht runter. Salem, ich weiß, dass du da bist. Was wird das denn? Jetzt werde ich angestarrt. Ich kann dich ein bisschen hier näher ranschieben, Salem, aber was war's denn noch schon? Süßer Spätz. Salem ist immer wieder Gast. So. Was denn? Mein Leben ist ja auch gefühlt süßer. Schick dich am besten hin. Da kommt schon Knubbel am Hintern. Also, das klingt jetzt auch. Am Rücken. Das ist ein ganz komischer Knubbel. Ich glaube, das ist so dein Rückgrat.
Muss ich mir nachher mal wieder angucken. Nämlich, also, so alt ist mein Kater jetzt auch noch nicht, aber hat schon seit 8 Jährchen auf dem Buckel. Dann macht man sich natürlich so lange zum Sohn. Gut, manche Kater werden, oder Katzen werden 21 Jahre alt. Ich gehe immer lieber auf Nummer sicher. Lieber einmal mehr zum Arzt als einmal zu wenig. Aber gut, ich renne jetzt nicht direkt nach. Und das mache ich erstmal selber an. Kann auch sein, dass das noch von der Kabelei vom Urlaub ist, weil er da ja mit den anderen Kabeln drin war. Dann bei uns wohnen. So. Das ist jetzt Kistenrätsel Nummer 5, glaube ich. Ganz ehrlich, ihr könnt ja mal in den Kommentaren einen Counter machen, beim wievielten Kistenrätsel wir jetzt sind. Und bei den, die noch kommen. Ich möchte gerne mal wissen, wie viele Kistenrätsel wir hier am Ende drin haben. Ich versuche zwar selber mitzuzählen, aber wenn ich halt Aufnahmepause mache, dann merke ich mir das nicht. Einmal kurz Headset anders hinsetzen. Oh. Ja, spiegelverkehrt. So viel dazu. So, öffnen wir hier einmal. Und hier haben wir wieder eine Kiste. Kistenrätsel Nummer 6 übrigens jetzt. Da hinten seht ihr übrigens ein extra Item, Objekt, wie man es auch immer nennen mag. Was jetzt aber für uns noch keine Bedeutung hat. Und ich habe vergessen, hier Vorarbeit zu leisten. Ja, doch, von hier geht's ja auch. Schieben wir das einmal dahin. Rekord, ich habe noch 12 Minuten für diesen Kram hier gebraucht. Das ist das Gute daran, dass ich das mal endlich aufnehmen kann. So weiß ich, wie lange ich dafür brauche. Weil ich weiß, dass ich in diesem Spiel relativ schnell bin. Also tatsächlich, wenn ich das Spiel privat spiele, habe ich es innerhalb eines Tages durch. Mit allen Extras. Also alle Extras, die ich kenne. Ich kenne tatsächlich nicht alle. Zumindest glaube ich nicht, dass ich alle kenne. Ach, warte. Warte. Ich habe mich einmal... Ich habe mich einmal vertan. Ich habe mich aber in der Richtung vertan. Das ist mir ja noch nie passiert. Okay, peinlich. Für mich echt gerade ein bisschen... Nee, nicht mal bei der ersten Aufnahme passiert. So. Aber jetzt sind wir richtig. Der Rest sollte jetzt auch relativ schnell gehen. Ich will keinen Speedrun machen. Ich versuche mir echt... Also hier echt lang zu gehen. Aber dadurch, dass ich halt viele Gegner ignoriere, einfach weil wir je nach nie wieder hier lang müssen, oder weil sie eh wieder kommen. Deswegen... Oh. Deswegen renne ich hier halt einfach größtenteils durch. Das mache ich aber auch nur, weil ich, ja, wie gesagt, kenne und weiß, dass sie halt wieder kommen. Und dass es im Endeffekt... egal ist. Hähnchen. Das ist eine der verstärkeren, glaube ich. Ich habe jetzt zwei Arten von denen. So, hier müssen wir auch was ganz Bestimmtes tun. Hier ist nämlich ein Hebel. Mit dem können wir aber noch nichts machen. Deswegen müssen wir erstmal hier runter. So. Und hier sieht man auch, was ich meinte mit mechanisch und ganz viel mit Dampf und so weiter. Es sieht hier halt schon sehr industriell aus. Den lassen wir mal tot. Da oben sehen wir einen Menschen. Und tatsächlich, dadurch, dass wir den einen Menschen, ihr habt ihn nicht gesehen, aber direkt vorne beim Friedhof, wo wir
in welches Kleingebiet gerade gekommen sind. Also nicht der Mensch, der gestorben ist, sondern der dahinter. Dadurch, dass wir ihn nicht getötet haben, verehrt er uns jetzt. Oder zumindest anscheinend wissen die, wir sind der blaue Held. Also sie tun uns jetzt nichts mehr. Es gibt eine Menschenart, tut uns noch was. Aber die sind, oder das sind halt Vampiranbeter. Wir sind aber kein Vampir. Und anscheinend denken die, dadurch, dass wir Vampire töten, dass wir freundlich gesonnen sind. Wir könnten ihnen auch einen Teil ihres Lebens abnehmen. Da ich aber immer den Moment verpasse, bevor sie halt sterben, lasse ich es lieber. So, jetzt muss ich mal überlegen. Das war falsch. Das war ganz gewaltig falsch. Das hier als erstes. Ja. Das war als erstes. Es ist manchmal echt cool, dass ich mir noch so an die ganzen Sachen erinnere. Ich weiß gar nicht, wann ich das Spiel das letzte Mal gespielt habe. Ich glaube, vor ein oder zwei Jahren. Ich glaube, vor einem Jahr. Vor einem Jahr habe ich das letzte Mal gespielt. Ich werde tatsächlich, wenn ich dann nächstes Jahr streame, also vielleicht werde ich es nicht direkt nächstes Jahr machen, also stream schon, aber nicht das hier, plane ich tatsächlich auch die Legacy of Kain Reihe im Stream mal wieder zu machen. Klingt, als hätte ich das schon mal. Aber das dann vielleicht nicht unbedingt 100%, aber zumindest schon so in die Richtung. Und das halt live mit euch mal erleben. Aber natürlich nicht direkt nächstes Jahr, weil ich bin ja noch dabei, die Reihe aufzunehmen. Was aber für Streams tatsächlich geplant ist, wäre Final Fantasy 1 zum Beispiel. Oder Secret of Mana. Secret of Mana bin ich halt auch gerade. Bin gerade im Überlegen. Ich hab's auf der Wii. Deswegen spiele ich das da gerade mal. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Wo war das nochmal? Eigentlich relativ peinlich, wenn man bedenkt, dass ich das erst vor ein paar Tagen aufgenommen habe. Also, die erste Version hiervon, wo ich noch nicht im Vollbild spielen konnte. So. Fackeln wir das einfach mal alles ab. Weil es Spaß macht. Ja. Nächstes kommst du. Ich weiß auch, dass ich etwas vergessen habe. Was ganz gewaltiges. Das heißt ganz gewaltig, aber. War das denn jetzt nochmal? Doch, das war hier unten. Ich wollte gerade sagen. Du weißt nicht, ne? Ich muss gleich unbedingt mal kurz in die spektrale Welt. Ich habe eine Sache vergessen, damit wir hier später wieder rauskommen.
genau das da. So. Mehr wollte ich eigentlich gar nicht machen. Ich weiß gar nicht, wie ich das vergessen konnte. Ich brauche erst mal überlegen, ob ich das noch rausziehe oder nicht. Aber mir ist das lieber. Das einmal abfackeln. Und dann huch, das hier noch einmal. Ich hoffe echt, dass ich mit dem Leben auskomme. Beim letzten Mal war es nämlich auch schon so knapp. Aber als wäre das noch nicht genug, müssen wir die Dinge hier trotzdem noch weiterschieben. Rasi, danke. So. Wir haben es zumindest zum Glück gleich. Es ist halt echt umständlich, das nicht mit dem Analogstick zu machen. Das ist so eine Gewöhnungssache. Noch einmal runtergefallen. Die Griffe müssen einmal in die andere Richtung. Ach, okay. So drehe ich in die andere Richtung. Jetzt habe ich auch das herausgefunden. Ich weiß nicht, warum ich mich nur in eine Richtung drehen konnte. So. Allerdings, bevor es jetzt gleich weitergeht, werde ich hier natürlich einen Cut machen. Und wir sehen uns hier gleich wieder. Also, ciao!